Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Es ist zwar erst 14 Uhr, aber sieht schon so aus, als würde die Sonne untergehen seit einer halben Stunde. Furchtbar, oder? Oh, eigentlich war der Tag bis heute ganz schön. Es war auch nicht so kalt draußen. Aber irgendwie geht die Sonne schon unter. Das ist furchtbar. Der Himmel ist genauso grau im Spiel wie im echten Leben. Mit das noch ein paar Sonnenstrahlen wieder hin. Irgendwie zwischen den Wolken hervorschauen. Übrigens, sorry, ich glaube, ich habe den Sound abgedreht. Deswegen haben wir jetzt keinen Sound. Ich war ganz verwirrt, warum es so leise ist. Ich glaube, ich habe den Sound abgedreht gehabt. I'm sorry. Aber erstmal hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderschönen Tag. Mein Tag war eigentlich ziemlich cool, weil Flynn hat heute schulfrei. Ich habe heute ja generell frei am Freitag. Ich habe da erstmal voll ausgeschlafen. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, wie viel ich geschlafen habe, bis ich 8:45 aufgewacht bin und dann so, so lange geschlafen. Aber es hat gut getan. Ja, und dann ganz gemütlich gefrühstückt. Dann habe ich am Vormittag ein bisschen noch an den letzten Feinschliffen für meinen. Also, ich habe nicht wirklich dran gearbeitet, aber. Die letzten Sachen noch für mein 2.0er-Model sozusagen beauftragt. Oder eigentlich nicht beauftragt. Ich noch ein paar Feinheiten, die abgeändert werden müssen, damit dann in 2 Wochen alles steht. Yes! Und dann habe ich Flynn gefragt, was machen wir heute? Und Flynn hat gesagt, na gut, ich hätte gern was Asiatisches zu essen. Und dann sind wir halt zum Asiaten gegangen, der ist ein bisschen weiter weg, aber der ist besonders lecker und auch recht günstig. Und dann haben wir uns was zu essen geholt und dann sind wir nach Hause gefahren und dann bin ich jetzt eigentlich eh schon hier bei euch gewesen. Ja, so schaut's aus. Schon einiges los im Chat, wie ich sehe. Wer ist denn alles schon da? King ist schon da. Hallöchen, herzlich willkommen. Gujinko Styler, vielen Dank für den Lurk. Laie, Hallöchen. Hi. Mia ist da. Bitte nicht vergessen zu trinken. Nein, ich habe mir mein Vitaminwasser Pfirsichgeschmack und mein Wasser hier stehen. Da. Alles da. kann dann brav trinken. Wird wahrscheinlich eh Durst bekommen. Ja. Es ist wie immer. Da schon wieder passiert. Was hat denn der Nightbot da schon wieder gemacht? Das war wahrscheinlich genau ein oder zwei Emotes zu viel, dass der Nightbot durchgegriffen hat. Oh weh. Und King hat eine 105 Stream-Serie. Vielen Dank für 105 Mal am Stück dabei sein. Wahnsinn. Krass, oder? Immer wenn ich diese großen Zahlen denke, denke ich mir so, Wahnsinn. Ich mach Stream zu viel. Aber das sage ich auch jedes Mal. Trotzdem tue ich es immer wieder. Gibt auch viel zu tun und viel zu sehen. Also von daher, ja, nicht. Eschi, vielen Dank für Spoiler-Backseat-Verbot. Schauen wir mal. Weiß nicht, hat überhaupt schon jemand die Story gespielt? Hat überhaupt jemand mal wieder Withering Waves gespielt? Ich ja schon die letzten Tage schon länger nicht mehr. Ich habe zwischendurch einmal reingeschaut, da war dieser eine Parcours-Event, den habe ich gemacht. Ja, und das war es dann auch wieder. Ich glaube, ich noch einmal kurz reingeschaut und ja. Das war's. Dann konnte ich mich nicht mehr aufraffen, dann noch was zu machen. Aber auf jeden Fall, hallo. Ich habe meinen Homer-Stab in echt oder im Spiel? Gratulation. Ich habe nur das Encore-Quest gemacht. Ein bisschen habe ich drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht auch machen soll, aber ich konnte mich einfach irgendwie nicht aufraffen. Ich habe gehört, dass es sehr gut gewesen sein soll, habe ich von einigen gelesen. Anscheinend auch sehr emotional. Aber das war ja schon die letzte Version. Aber habe ich trotzdem noch nicht gemacht. Ich konnte einfach nicht. Ich habe drüber nachgedacht, aber so. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wenn mein Model wieder ein bisschen komisch aussehen sollte oder komische Sachen macht, liegt es daran, dass ich heute wieder so viel hin und her geschaltet habe wegen dem 2.0er Model. Also bitte verzeiht mir. Aber ich glaube, es funktioniert eh eigentlich ganz erstaunlich gut dafür, dass ich jetzt nichts gemacht habe. Ja. Jetzt sollte ich immer auf das 2.0er Model wechseln, die Einstellung machen und dann wieder zurückwechseln. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall halbwegs gut, würde ich sagen. Yes. Was werden wir uns heute anschauen? Wie ihr im Hintergrund seht, es gibt Wuthering Waves. Version tatatata 1.4 ist jetzt da seit gestern. Und ich habe gedacht,
Schauen wir noch einmal rein. Geben wir dem Spiel noch eine Chance, was die Story betrifft. Schauen wir uns einmal Camellia an. Ich werde sie aber nicht pullen. Ich habe doch immer ein paar Puls übrig für den absoluten Notfall. Alles Weitere schauen wir dann mal. Sind ja schon immer die Tropfen von unten nach oben gefallen? Oder ist das nur, weil ich schon so lange da drin bin im Menü? Plop, 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 plop. Ist aber nicht gut, wenn die Regentropfen von unten nach oben fallen. Heute hat es ausnahmsweise bei uns nicht geregnet. Im Spiel. Homer Stab Reales ab 22. November. Okay. Na dann, Gratulation auf jeden Fall. Yes, ich werde auf jeden Fall gleich den Sound aufdrehen, damit wir ein bisschen Sound im Hintergrund haben. Dann werden wir uns ganz kurz die Patch Notes anschauen. Ich habe das diesmal so gemacht. Ich glaube, weil es am einfachsten ist, ich habe mir einfach die Website rausgesucht. Und wir werden uns das dann von der Website anschauen. Auch wenn der Text ein bisschen... Ich mag das Layout nicht besonders gern. Dieser dunkle Hintergrund mit dem kleinen weißen Text. Ich werde mein Bestes geben, das zu entziffern. Wir werden sehen. Aber steigen wir mal ein. Da-da-da-da. Roverchen. Schauen wir mal, wie das Spiel jetzt läuft. Mit dem Update. Das ist auch noch eine Sache. Ich habe nichts an den Einstellungen geändert seit dem nächsten Mal. Es ist immer so ein bisschen Hit or Miss. Gott sei Dank funktioniert es überhaupt wieder. Es gab ja mal eine Woche, da lief es überhaupt nicht. Das hat mir so den Spielspaß genommen. Ich weiß nicht warum, aber es lief überhaupt nicht. Danach ging es dann plötzlich wieder besser. Aktuelle Story habe ich zwar noch nicht gespielt, aber die andere, wie die andere, die andere aktuelle Story... spiele das Game immer noch täglich, da es mir mega Fun macht. Okay, na, dann passt es ja. Das Problem ist, die letzte Story hat mir leider gar nicht so gefallen. Sie hatte ein paar coole Sachen. Ich fand die Animation mega. Und so die Einstellung, die Kameraeinstellung, die Action-Sequenzen, aber die ganze Sache mit Shorekeeper, das war so weit hergeholt, das ist schon... Und letztendlich wurde gar nichts erklärt. Das war ein bisschen enttäuschend. Und, ja. Wegen Spoiler, keinen Bock auf Nachricht deleted. Okay. Na dann. Ja. Dann halt die Sache, dass eine Woche das Spiel bei mir praktisch überhaupt nicht lief oder sehr schlecht lief. Dass ich solche Ruckler hatte, dass ich praktisch nicht mehr ausweichen konnte, weil ich so Verzögerung hatte. Auf welchen Soundeinstellungen hatte ich Withering Waves? 60? 80? Ich glaube 60. Bei Withering Waves. Bei jedem muss man anders einstellen. Zum Beispiel Genshin habe ich auf 8. Star Rail auf 4 und ich glaube, Withering Waves war irgendwo in der Mitte vom Master Volume. So. Sag nur Shorekeeper Story. Mega schön. Wird Kira durch. Okay. Genau von der habe ich gesprochen. Die hat mir so überhaupt nicht gefallen, leider. Das war. Ja. Ja, es war leider. Es war halt einfach nicht meins. Auch wenn es gut gemacht war. Die letzten Stories waren halt alle so. Ist halt nicht so meins. Haben die Blätter schon immer so gewackelt? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Die Performance ist okay-ish. Aber in der Stadt ist immer ein bisschen schlechter. Keine Ahnung mehr, was ich zuletzt gemacht habe. Es ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Das letzte, was ich gemacht habe, ist Jiens Waffe gepult und sagt, diesen einen Parcours-Event habe ich gemacht. Na gut, schauen wir uns mal an, was neu ist. Ich mache mich noch ein bisschen kleiner. Blop. Blop. Blop, blop, blop. Die Encore-Quest ist toll. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das gehört habe. Dass die ziemlich gut sein soll. Aber wie gesagt, ich konnte mich dann einfach nach dem Ganzen nicht aufraffen dazu, das zu machen. Deswegen habe ich das derweil mal auf Eis gelegt. Gut. Ich glaube, als erstes hole ich mir meine Belohnung ab. Okay. Nochmal 8. 300, 300 und nochmal 80.
Okay. Irgendwas mit PC-Failures, das habe ich irgendwie auch gelesen. Yinlins Skill Description. Okay, haben sie da irgendwas geändert? Ich nehme einfach mal alles. Nice, 760 Sternchen bekommen. Sagte, ich habe eh noch einiges an Pull-Währung. Ich habe noch so viele Pulls und ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Das ist das andere, was mich demotiviert. Es gibt einfach keine Charaktere, die ich mag. Keine neuen. Ja. Gut. Was haben wir denn noch Schönes? Neue Bundles. Zack. Übrigens, wer sich noch eine Yohu kaufen will, sie ist noch drin. Kann sie noch holen. Ich wollte mir sogar noch die Puls da holen für die Korallen. Kann man sich noch überlegen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, und wie gesagt, der Ausblick der Charaktere war halt so, okay, ich habe auch den Battle Pass die letzten zwei Male nicht mehr gekauft und den letzten überhaupt nicht mehr fertig gemacht. Ich glaube, bis wohin bin ich gekommen, weiß ich gar nicht so recht. 40 oder so. Zu wenig eingeloggt. Ich meine, die Waffe sieht irgendwie auch gruselig aus. Ich kann mir nicht helfen. Sie hat irgendwie was, aber irgendwie finde ich sie gruselig mit den Ranken. Es sieht irgendwie so aus wie irgendwelche Adern oder so. Mit dem Rot da dran noch so an Wurzelranken. Hilfe. Quests gibt es noch mehr als genug. Da kommt ja keiner mit klar. Das wird wahrscheinlich noch immer nicht funktionieren, oder? Seht nicht. Gell? Nichts. Null. Passt. Dann werden wir rüber switchen. Ich schaue mal ganz kurz, ob das jetzt alles da passt. Und schauen uns die Patch Notes im Browser dann an. Das müsste eigentlich passen. Tada! Uff, okay. Bisher hatte, finde ich, die Story mega von ihr, mega Set auch. Aber du bist die Erste, die sagt, dass die Story nicht gut war. Aber es soll es auch geben. Ich mag diese ganze Geschichte mit dem, oh Rover, wir sind so verliebt in dich und oh, du bist das Einzige, was uns hält und du bist der Mittelpunkt unserer Erde. Rover, dann denke ich mir so, okay, Shorekeeper ist irgend so ein Computerprogramm, die halt visualisiert dargestellt wird, wie eine Hatsune Miku oder keine Ahnung was. Oh, wird sie ein Mensch oder wird sie ewig ein Programm sein? Man weiß es nicht so genau. Es war mir ein bisschen zu kitschig und zu weit hergeholt. Ja. Wie gesagt, wie es dargestellt ist, diese Action-Szenen und die Cutscenes, die waren extrem gut gemacht. Die Gesichter von den Charakteren, mega cool. Und wie gesagt, es gibt viele Charaktere, die ich auch mag in dem Spiel. Aber das war mir so weit hergeholt. Ja, leider. Etwas mehr als 5 Wochen gequittet und bin immer noch froh darüber. Ja, wie gesagt, ich schaue auch nur alle paar Tage einmal rein. Wenn es keine Motivation gibt. Andererseits denke ich mir, vielleicht irgendwann, weil die Welt an sich ist ja cool und der Rover an sich ist auch cool. Abby nicht, nein, danke. Abby war der größte Schock überhaupt. Schauen wir mal weiter. Ich habe mit Homer Stab bestellen nur die Droprate erhöht für meine Waffe. Das funktioniert. Vielleicht bin ich ja eine Shorekeeper. Echt? Mia, lass das lieber. Nico gleich Shore-Dings da. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt vielleicht ein blöder Vergleich. Ich weiß auch nicht. Was hier schreibt und keinen realen Körper habe und mein Zimmer nur digital ist. Weil es so kalt ist oder was?
Wie gesagt, das Spiel hat ja einige gute Sachen, aber ohne gute Charaktere, die mir gefallen, bringt es halt auch nichts. Und ohne, wenn die Hauptstory Banane ist. Gameplay ist okayisch. Nix gleich. Migo ist besser. Na, sage ich ja. Gut, schauen wir uns mal an, was es Neues gibt. Wo ist mein Browser? Da. Okay. Version 1.4. When the night knocks. Patch Notes. Ich habe auch ein bisschen Angst um die Hauptstory. Diese eindringliche Musik immer auf der Website. Hilfe. Jedes Mal fallen mir die Ohren raus. Ein bisschen Angst, was man im Trailer schon gesehen hat, wie der Rover da von den ganzen Mädels umringt ist. Help. Das ist zu viel. Ja. Dear Rover, thank you for your continued support. We are excited to announce that version 1.4 when the Night Knocks will become available soon. Beziehungsweise es ist jetzt schon da. Yay. Es gibt 300 Astrides, 2 Crystal Solvents. Yes, haben wir schon abgeholt. Und nochmal Bugfixes, 300 Astrides abgeholt. Version Update Details. Warte. New Resonators. 5-Star Resonator Camellia Havoc. Jetzt available. Haben ja einige schon geholt. The Bloombearer of the Black Shores Camellia is free-spirited and dangerously charming. Und immer am Herumstöhnen. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. She roams Solaris in search of talent, immersing herself in the present and relishing in its pleasures, all while remaining true to herself, unburdened by thoughts past or future. Main Damage Dealer, Concerto Efficiency, Basic Attack Damage. Und dann in der zweiten Hälfte als 4-Star Character Lumi Electro. Navigator at Lolo Logistics and Leader of Transport Squad Team. Das lebende Pokémon. Ich meine, ihr Design ist irgendwie süß, aber auch nicht mehr als das. Born in a mountain village in Yuezhou, Lumi's sincere and caring nature brings warmth to everyone around her. Combat Rolls, Main Damage Dealer. Sie ist auch Main Damage Dealer. Basic Attack Damage, Resonance Skill, Damage Amplification. Okay, es wäre halt cool, wenn wir mal ein paar Sub-DPS noch bekämen. Obtainable in der zweiten Hälfte bei Yinlin und Yang Liao. Dann in der zweiten Hälfte. Starting from the next version, 4-Star Resonator Lumi will be permanently available. Bla 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 bla. Standard-Banner und so weiter und so fort. Lumi will be simultaneously made available in the Afterglow Coral Store. Okay, man kann sie dann auch gleich mit den Korallen kaufen. And will be removed at the end of the next version. Okay. So wie Juhu. 5-Star Weapon Red Spring Sword. Camellia Bud silently unfurls. As promised, she holds this infinite world in bloom in her palms. Where fine crimson vines twine around her fingertips. The dull ache, like sand scratching against the heart, is proof of your fateful encounter. Es tut mir leid, dass ich so schlecht lesen kann. Es ist die kleine Schriftart. Vielleicht sollte ich größer machen, damit ich besser lesen kann. Für Blinde. Es ist trotzdem dieser Kontrast. Weiß auf schwarz ist so unangenehm in den Augen. Was? Mein Programm ist nur etwas fehlerhaft um die Bauchgegend? Was hast du gegessen? Uwa, Drops gut. Ja, Drops gibt's auch. Bitte abholen. Ich glaube seit heute, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe extra nochmal geschaut. Wo ist die Übersetzung für Dumme wie mich? Ich dachte inzwischen, in den 4 Jahren hast du inzwischen schon Englisch gelernt, Mia. Vielleicht. Ein bisschen. Das ist Camellias Waffe. 4-Star Weapon, Somnor Anchor, das ist die komische Zuckerstange oder was das ist. Anchor once used by Ivory Gatekeeper to stabilize the Somnor. However, it now looks different ever since Ivory Gatekeeper transformed into a white cat. Gibt's gratis im Event zu holen.
New Story, Camellias Companion Story, For King Ben. Warum kann ich bei Forking nicht an eine Gabelung denken, sondern muss an Boothill denken? Forking Paths Among the Stars. Boothill hat die englische Sprache kaputt gemacht. Mit seinem Soundmodul. Oder so Sprachmodul. The flowers in the Black Shores greenhouse sway silently. Camellia stands among them, sharing the silence. The sea of stars holds infinite timelines that intertwine and diverge at each moment. Though there are millions of possibilities, she knows all paths lead to the same destiny. Okay. New event. Somnium Labyrinth Somnoir Adventure Event. Das sind ganz schön viele Somnis. Zu wenig? Dann mehr lernen. Ich lerne auch jeden Tag brav Chinesisch. Bin wirklich fleißig. Ich kann schon einige Sachen sagen und einiges verstehe ich. Meistens hilft es, wenn ich den Satz nicht am Stück höre, sondern die Wörter langsamer hintereinander, um das zu hören. Aber ich habe schon einiges gelernt. Ja. Schule ist aber auch schon lange her und so viel hatte ich nicht. Einfach selber lernen. Einfach Sachen hören, lesen, das hilft am meisten. Wie lernt man bei ausgefüllten Büchern? Ja, mit Büchern lernen ist, glaube ich, die wenigst. Es kommt natürlich immer drauf an, jeder lernt unterschiedlich, aber wie effizient das ist? Das Internet ist voll von Videos, die einem das Schritt für Schritt beibringen. Podcasts, Videos. Lesen, lesen, lesen. Hören. Ja. So. This event consists of three sub-events. Also eigentlich werden wir wahrscheinlich heute eher das Somnium-Dings machen, oder? Event-Dings. Melia-Story nicht, sondern das. Aber schauen wir mal. Ich habe neue Story geschrieben. Ich weiß nicht so richtig. Schauen wir dann einfach mal. Dreamscape Odyssey, Rift Runner und Nightmare Revisits. Dreamscape Odyssey. Join the strange white cat in rescuing your resonator companions from their dreamscapes. Together you will delve deep into the Somnoir to uncover the truth behind the nightmares. Rift Runner. Nightmares have torn through the veil of reality, wreaking havoc across the world. It's down to you to restore the crumbling order to the land. With the mystic boon of elusive sprint received from the strange white cat. Now, fight the black cat again with resonators of your choice. Sehr gut. Immer Shangli, ja, oh nein. Use the power of Dreamlink to gain an upper hand. Okay. Bis Version 1.4 bis 1.1. Ja, anderthalb Monate. After the limited time event period ends, the event will become a permanent event, allowing you to participate at any time. Okay, auch nett. Aber wahrscheinlich, wenn man die Waffe haben will, muss man es gleich machen. Depths of Elusive Realm. Juhu. Ich habe erst Phantasm Ananas gelesen. A mess. Okay, nicht Ananas. Okay. Hilfe. Ja, das Depths of Elusive Realm. Das habe ich die ersten paar Male gemacht und das letzte Mal konnte ich nicht mehr. Ich habe angefangen, aber nie fertig gemacht. Gifts of Fleeting Dreams. 7-Day Login Event. During the event, log in daily to claim the day's login rewards. Radiant Tide 5, Lustrous Tides 5. Nehmen wir mit. Sehr gut. Alle Puls. Vielleicht kommt irgendwann ein cooler Charakter. Vielleicht kommt irgendwann Geshulin. Oder meinetwegen auch Scar. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Scar, aber immerhin. Man nimmt, was man kriegt. Oder irgendein anderer cooler Charakter. Beyond the Waves Featured Exploration Event. Vom 21.11. bis 5.12. ab nächste Woche dann. Tactical Simulacra 2. Combat Event. Um 19.12. bis 1.1. Raguna Sales Blitz Pioneer Association Event.
Anna will be releasing a new investigation quest each day. Complete the surveys to earn corresponding rewards and have a glimpse into the world of Dinashida. Ich hoffe, wenn man das ausspricht. Bin schon gespannt über neue Gebiete. Richtig neue Gebiete. Außerhalb von dem... Wie hieß das? Vergessen wir das Gebiet. Jinjo? Jinjo, glaube ich. Eieieiei. Okay. Pinsa Maneuver Warriors Recurring Combat Event. The Combat Event kann ich nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Es ist entweder hau einfach drauf oder hau drauf mit, du kriegst irgendwelche ganz, ganz spezifischen Buffs, die du ausnutzen kannst. Ich meine, es ist in Genshin meistens nichts anderes. Aber ich weiß es nicht, es ist zu viel. Zu viel Kampf-Events. Vor allem, wenn es das Dingsbums auch immer noch gibt, das Illusive Realm. So, New Phantom Appearance, Phantom Inferno Rider. Genau, es gibt jetzt den Inferno Rider neu. New Feature Weapon Projection, dass man die Waffen das Aussehen anpassen kann. New Weapon Projection, Projection, Somnoir Anchor, Projection, Formless Series, Transparent Weapon Projection. Okay. Adjustments, Resonators and Weapons. Added an outline option to the description pages of the Resonator skills, allowing you to view a simplified version. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich habe meistens null Ahnung, was die Leute können. Ich spiele aber auch Zenless und Zero nur nach Gefühl. Und Withering Wave spiele ich auch nur nach Gefühl, weil ich die Beschreibung nie checke, weil das manchmal so kompliziert geschrieben ist, dass ich nicht weiß, was sie eigentlich von mir wollen. Komisch eigentlich. In Star Rail lebe ich da drin. In den Skill-Beschreibungen. Man lernt am besten was mit den Dingern, was man auch macht. Also muss ich es lernen beim Computerspielen. Genau, alle Spiele auf Englisch stellen. Das hilft auf jeden Fall. Kampf-Events in einem Combat-fokussierten Game ist doch normal. Ist das? Ich habe immer gedacht, es ist ein Open-World-fokussiertes Spiel und ein Story-fokussiertes Spiel. Aber man muss die Events ja nicht machen, wenn sie einem keinen Spaß machen. Aber wie gesagt, diese Parkour-Events fand ich cool. Rätsel finde ich auch cool. Aber zu viel von den Kampfdingern ist immer wieder die gleichen 5 Gegner. Keine gemacht in der letzten Version, wirklich. Nur angefangen und dann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. So. Da. Optimize the description of Resonator Yinlin skills. The damage type associated with Chameleon Cipher and Punishment Mark, both are features of Resonator Yinlin's Forte Circuit, is now specified. This adjustment does not affect the actual effects on her of her skills. Okay. Gut, dass es ihnen aufgefallen ist. Ich dachte schon, du hast Withering Waves auch gequittet, weil du ein paar Tage nicht online warst. Ich habe nur alle 4, 5 Tage mal reingeschaut. Ich glaube, das letzte Mal vor 5 oder 6 Tagen war ich einmal kurz drin und habe Dailies gemacht. Bin dann wieder ausgestiegen. Ich wollte nur schauen, ob es irgendwelche interessanten Events noch gibt. Aber dann bin ich wieder gegangen. Na, ich habe sehr wenig gespielt. Ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Es gibt noch immer kein Drip-Marketing, oder? Für 1.5. Sehr geheimnisvoll. Gibt keine Charaktere mehr. Aktuell noch nicht. Optimize the text in the Information Experience Character Story Section for certain Resonators. Okay. Das ist vielleicht aber interessant, die Simplified Version. Wenn sie mir einfach nur sagen, drück den Knopf und mach das. Nicht die ganzen schwammigen Begriffe. Weapon Projection. Change the appearance of a weapon to a selected weapon projection. Ehrlich gesagt, indem die Waffen so klein immer sind und man sie im Eifer des Gefechtes eh nicht sieht. Ich meine, es ist eine liebe Sache, aber
Sieht man eh kaum, oder? Aufgefallen. Ich glaube nur bei den Leuten mit den Claymores, weil die Schwerter größer sind. Equipping a weapon with a weapon projection does not change its stats. Turn the equipped weapon completely or partially transparent using the transparent weapon projection, damit man die Waffen nicht mehr sieht. Okay. Ich meine, das ist eine liebe Sache. Participate in Somnium Labyrinth Somnoir Adventure Event to obtain 4-Star Weapon Projection Projection Somnoir Anchor. Das ist zu viel Somnoir. Elusive Ram to obtain a complete set of transparent weapon projection. For free. Dankeschön. Map edit a feature that allows you to fast travel directly to the location of any activated tacit suppression or boss challenge via the map. Das ist cool, weil da spart man sich definitiv Zeit. Weil immer denke ich mir immer zum Boss und dann musst du noch die 50 Meter da runterlatschen, anstatt einfach auf den Boss zu drücken. Das ist nett. Edit a feature that allows you to track the collection spots for certain ingredients and herbs. Okay, auch nett. Das Tracking. Edit markers for the hidden entrances to certain underground location in the Tiger's Maw Mount Firmament area. Ich weiß noch immer nicht, ob ich alles entdeckt habe. Ich habe ja noch nicht mal alle Prozente voll. Aber sowas ist cool. Weil manche Höhlen sind so seltsam angelegt und ich habe mich teilweise wochenlang gefragt, wie komme ich da runter, bis ich irgendwann mal den Weg darunter gefunden habe. Edit the option that allows you to view the different map tiers of certain underground location in the Tiger's Maw Mount Firmament area. Sehr cool. Also Tiger's Maw war, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber auf der Hauptkarte einige Sachen finden. Edit on-screen icons that facilitate tracking. For example, when you select to track Shifang Pharmacy on the map, a Shifang Pharmacy icon will appear on the screen showing the general direction of the location and the distance. Okay. Warum nicht? Edit the email linking option. Press the relevant icon on the main menu to visit the webpage where you will be instructed to link your account to your email. After completing the process, return to the game to claim rewards, including Astrides. Yay! Na, dann werden wir natürlich unsere E-Mail-Adresse linken. Nicht eh verlinkt? Ich log mich ja mit meiner E-Mail-Adresse ein. Ja. Okay. Echo Upgrade. Step by step Echo Upgrade. Conveniently upgrade an Echo to the exact levels that unlock new substats. 5, bla bla bla. With the auto select settings. Ich mache das sowieso immer 15 oder manchmal gleich auf 25 hoch. Fertig aus. So. Da, 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 da. Wie geht's? Wie steht's? Hab's etwas im Hals, aber das ist nicht, was Tee nicht regeln kann. Sonst alles gut und selbst. Mir geht es gut. Gute Besserung dir. Danke dir. Auch gute Besserung von mir. In der kalten Jahreszeit. Select one of the two ways to add materials. Only Echo XP items or Echo XP items and Echoes. Okay. Das ist auch nett. Leveln. Normalerweise nehme ich immer die ganz normalen Items, weil die Echos habe ich mir noch nie durchgeschaut, welche schlecht sind vielleicht. Aber bis jetzt bin ich auch noch nicht ans Limit gekommen. Ich habe aber auch nicht täglich Echos gefarmt. Uhu, Kira, hallöchen Jade Wolf, willkommen. Willkommen, willkommen. Challenge Rewards. Added the Double Rewards Option to Forgery Simulation and Tested Suppression Challenges. You now have the option to spend double the wave plates to earn double rewards upon completing a forgery simulation or tacit suppressions challenge. Das ist huge, weil dann sind wir doppelt so schnell fertig mit Leveln. Wie oft ich diese Dinger gemacht habe. During the events intensive training, bountiful crescendo or board cleansing, you spend your double drop attempts first to claim double rewards and only after all the attempts have been spent do you start spending double the wave plates to earn double rewards. Man braucht keine Items dafür, dass man das Doppelte macht. Das ist allerdings nett. Dann brauchst du keine Crystal Flies sammeln oder so.
Wenn man doppelt so schnell fertig ist, umso besser. Weiß. Muss die Withering Waves Verknüpfung aus Twitch rausnehmen. Ich bekomme die Drops. Die Funktion ist wirklich nice. Yes. Ich überlege, wie. Ich meine, mein Shangdiao war jetzt zum Schluss so schnell, dass ich sehr schnell durchgerannt bin durch diese Dinger. Manchmal habe ich mir relativ schwer getan, bis ich da mal irgendwie die Gegner platt gemacht habe. Er hat die Gegner sehr, sehr schnell platt gemacht. Vor allem jedes zweite Mal, wenn der Alte mit ready war, dann ging erst das Schnipp und alle Gegner sind umgekippt. Aber trotzdem. Yay. Okay. Challenges, Puzzles and Events. Added new returning quest types to the Event Reprise of Tides. Okay. Adjusted the placement of enemies in Forgery Challenges and Simulation Challenges, making them stand closer to each other when they first be. Halleluja, bitte. Das hat mich so genervt mit einigen Charakteren. Die Gegner spawnen, einer da und du hast nie genug AOE, um beide zu machen. Und dann rennst du auf den einen, knüppelst 10 Stunden auf den anderen, dann ist der irgendwann tot, nur dass du 10 Meter auf die andere Seite rennst, um den anderen zu platt zu knüppeln. Never mind, die schon raus, man bekommt die trotzdem. Stimmt, das ist wie in anderen Spielen, da bekommst du auch Drops, auch wenn du das Spiel nicht hast oder wenn du nicht Verknüpfungen hast. Ich finde in meinen Drops auch immer lustige Sachen drin, die ich nie spielen würde, ja. Nimm gerne deine Drops, Hashi. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool. Wenn die Gegner näher zusammen sind, spart man auch so viel Zeit. Optimizes the gameplay for Sidequests Cerulean Echoes Adrift in the Winds. Keine Ahnung, welches das ist. Hört sich so an, als gefühlt hört es sich so an, als hätte ich das schon mal gemacht. Andererseits weiß ich nicht. Ahnung. Optimize the description of certain Resonators, certain skills on the Resonator Upgrade page in Depths of Elusive Realm. Controls. Edit the Preferences option to the Settings Control page. Adjust the Controller Dead Zone. Bla 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 bla. Keine Ahnung. Spiel mit Maus. Edit a Lock-in Pop-up displaying the numbers of Waveplates and Waveplate Crystals you own. Okay. Ist jetzt eigentlich schon eingestellt, dass wenn man exitet, dass man sich nicht neu einloggen muss jedes Mal? Immer muss man mit Alt F4 rausgehen. Das nervt mich so. Und jedes Mal, wenn ich das vergesse und einfach normal auf Exit drücke, ich so, ah ja, das nächste Mal muss ich mich wieder einloggen. Das wäre das Schönste übrigens. Das macht dann einmal 50 Trilliarden Euro. Glaube ich, so viele habe ich noch unter meiner Matratze. Ich stelle mir gerade so vor, kennt ihr das Märchen Prinzessin auf der Erbse? Dass Chili so 50 Matratzen übereinander hat und in allen Matratzen sind dann die Euros so reingesteckt und obendrauf liegt dann Chili. So ein einzelner Chili-Churl liegt dann obendrauf. Und unten ganz klein ist dann ein Estride und er spürt das, wie der Estride ihn in den Hintern piekt oder so. Durch die 50 Matratzen. Meine Vorstellungskraft ist gigantisch, Leute. Ich habe so eine Fantasie, das ist unglaublich. Ich sollte mal eine Geschichte schreiben. Kira, woher weißt du das? Ich dachte nur, ich weiß das. Ich kann nicht mehr, ich weine. Ach, herrje. Entschuldigung. Hallo, hab Camellias Waffe Early mit 13 Pity bekommen. Jetzt ist noch viel übrig für was auch immer. Hast du auch Camellia geholt, Tom? Und dann auf jeden Fall Gratulation. Ja, Jiens Waffe hat mich ein bisschen gekostet. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gebraucht habe. Ich glaube 70 oder so für seine Waffe. Aber jetzt hat Jien auch seine Waffe. Und Shangliao hat seine Waffe. Wenn Jinji einen Rerun hat, dann hole ich mir noch Jinjis Waffe und mit dem Rest keine Ahnung, was ich mit dem Rest. Da hab sie im 50-50 gewonnen. Gratulation! Amelia ist so gut. Ich habe gehört, sie soll sehr, sehr stark sein. Sie kann voll Spider-Man abhängen. Und ja. Hol sie trotzdem nicht. Aus Prinzip nicht. So.
Wo waren wir jetzt gerade? Added an echo absorption pop-up. Upon absorption, the echo sonata effect category will be displayed along with its main stat and substat. Das ist nett, weil dann sieht man gleich, was man bekommen hat. Da muss man nicht erst ins Menü gehen und schauen, oh, was habe ich diesmal für ein Set bekommen und was für ein Stat. Das ist nett. Daumen hoch. Man muss sagen, manche Updates sind wirklich gut. Das hilft aber noch nicht hinweg, dass es keine Charaktere für mich gibt. Oh. Optimize the display of result screens that. Was war das nochmal? Outro Skill. The text corresponding to the Outro Skill icon on Resonator's for the page. Okay. Optimize the display of result screens that appear after challenges are completed, giving you a clearer view of the rewards you've earned. Okay. Optimize the interface design regarding the Tower of Adversity. Da war ich, glaube ich, seit 5 Monaten nicht mehr drin. Allow you to view and adjust your team lineup without leaving the tower. Optimize the display of the res stats of enemies in the Tower of Adversity. Adjust the rules under which red dots appear on the Resonator's page. Ach, da ist schon wieder so eine kleine Fliege vor meinem. Hilfe. Wo kommen die eigentlich her? Es ist eiskalt draußen. Immer irgendwelche Fruchtfliegen unterwegs. So. Ah, da waren wir. Adjusted the order in which information is presented when the pull-down button for a Resonator skill is pressed on the Resonator's forte page. Skill detail differences between the current level and the next level now appear first. Keine Ahnung, was sie damit meinen, wirklich. Skill. Optimize the visuals of certain item icons. Optimize the chat button on mobile. Bla bla bla. Graphics and performance. Edit a feature that makes recommendation regarding graphics quality. Bla 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 bla. Recommendations are made based on the performance of your device and come in 4 options. Ultra performance, performance, balance and quality. Okay, das werden wir ausprobieren. Vielleicht geht es ein bisschen weiter. Also ein bisschen besser. Edit a process that instructs you to choose an image quality setting when you are creating a character for the first time. You are creating a character? Setting can be adjusted afterwards? Image Quality Setting, when you are creating. Kann man Charaktere createn? Ich will mir meinen eigenen Rover bauen, obwohl der Rover so schon cool ist. Da kann man kaum was verbessern, oder? Hä? Keine Ahnung. Edit the Auto FPS Option in the Graphics Settings on Mobile. Bla 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 bla. Games Performance on Android. Bla 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 bla. Optimize the in-game resolution settings on PC starting. Optimize the shader compilation process. Hat urlange gebraucht, um die Shader zu machen beim Updaten. Ich glaube, 5 Minuten hat er gebraucht. This process no longer occurs immediately after the launching of the game. Now occurs on the title screen to reduce visual glitches, lagging or other problems that could be caused by the compilation process. Da bin ich gespannt, ob, wenn ich das ein bisschen einstelle, ob man vielleicht nicht noch was rausbekommt. Stimmt, ich habe vergessen, dass die Leute wieder Mitteilungsbedarf haben. Ist ja ein neues Update. Was, inwiefern? Sie reiht sich knapp hinter Jinchi von der Stärke, also zweitstärkster DPS. Muss sagen, ich habe das Gefühl, mein Zhang Liao ist trotzdem noch immer stärker als meine Jinchi. Ich meine, er hat die Waffe. Aber er kann sich so viel besser, lässt sich noch so viel besser spielen. Du musst nicht immer zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Knüppelst einfach drauf los. Fruchtfliegen. Ja, irgendwie war da eine. Ich weiß nicht, ob ich sie inhaliert habe, weil sie ist jetzt weg. Pulle auf sie, wenn ich sie nicht bekomme, auch nicht schlimm. Spieler folgt mir. Ich finde Zhang Liao stärker als Jinchi. Ich auch. Er lässt sich so viel einfacher spielen. Ich meine, okay. Einfach die Angenehmheit noch zusätzlich.
Das Blöde finde ich immer bei. Ich mag Gingy als Charakter gerne. Und ich mag eigentlich auch ihr Gameplay. Ich finde es nicht schlecht. Aber wenn dann einmal dein Dings da unterbrochen ist. Und dann zwischendurch. Oder ich spiele das falsch. Kann auch sein. Ich weiß es nicht so richtig. Aber du darfst dich halt zwischendurch nicht treffen lassen. Guten Tag. Wen? Hallo Raffi. Wer? So. Adjusted the position of certain NPC names on the screen to prevent them from overlapping with the NPCs. Optimize. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die besten Supporter für die Charaktere. Das ist vielleicht auch das Problem. Optimize the description of certain in-game settings and function. Resonators and Weapons. Yinlin, bla bla bla, das haben wir schon gesehen. Create a character and unlock the Mails feature. Das heißt, create a character, einfach sich neu einloggen wahrscheinlich oder sich anmelden. Fixes an issue where the duration of the special effects. Da, 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 da. Keeper. Enemies sind Echoes. Glaube ich, alles nicht so spannend, oder? Features. Jetzt nämlich alles die Bugfixes. Die größten Bugs sind immer noch die Grafikbugs. Oder Performance-Bugs. Meiner Meinung nach was anderes wäre mir nicht aufgefallen, aber vielleicht habe ich dafür auch zu wenig gespielt. Um auf sowas zu stoßen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, einige Puzzle hängen. Oder ich habe sie schon gemacht und ich habe es nicht gecheckt. Recommended. Developers Notes. Closed Beta Test. Okay, ich glaube, wir sind durch. Zack. Gut. Wo muss ich hin da? Tada! Übrigens, ich bin Union Level 70. Wusste nicht mal, was für ein Level ich erreicht habe. Werde ich gleich mal adden. Union Level. Union Level 70. Tada! Gar nicht so schlecht, oder? Tada. Jin, Zhang Liao. Jinxi ist der stärkste DPS, in my opinion, okay? Ich habe Jinxi mit ihrer Waffe, Zhang Liao mit Battle Pass Waffe, nur mein Team Zhang Liao, Lin, den Shorekeeper, macht viel mehr Schaden. Soll Zhang Liao sein? Zhang Liao oder Zhang Liao, der da. Bitte. Ich mag ihn. Cool. Gut. Ja, wie gesagt, ein paar Sachen. Ich werd jetzt einmal in die Grafikdinger reinschauen. Wir werden das jetzt ausprobieren. So, Graphics Quality Custom. Quality. Cannot reset, okay. Balance, Performance, Ultra-Performance. Ich will Ultra-Performance. Was kommt heraus, wenn ich Ultra-Performance mache? Ruckelt noch immer. Und die Grafik sieht jetzt absolut. Ich habe noch nicht mal mehr einen Schatten. Und es ruckelt genauso wie vorher auch. Ich weiß nicht, was es mit dem Spiel auf sich hat. Formen. Aber zumindest ein bisschen Farbtiefe. Jedes Mal, wenn ich Withering Wave spiele, habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Bananen-PC oder Kartoffel-PC. Okay. Sonne scheint. Schöneres Wetter als hier. Mit X schreibt er sich. Ein Satz mit X war wohl nichts.
Ich stoße Xiang Liyao vom Main Podest und werfe Camellia drauf. Raffi ist brutal. Super brutal. Okay. Somnium Labyrinth. Depths of Elusive Realm. Finster Manöver Warriors 1. Gifts of Fleeting Dreams. Das holen wir uns mal ab. Forking Paths. Die Forking Paths. Entschuldigung. Da wollte ich eigentlich hin. Ich glaube, das habe ich schon seit Version 1.0 offen. Aber ich wollte jetzt den Charaktertest machen. Wen gibt es denn tut zu testen? Es gibt Camellia. Wir haben Dungeon. Yang Yang. Und Alto. Okay. Alto habe ich übrigens immer noch nicht. Gute Neuigkeiten. In Zendes und Zero habe ich inzwischen alle Four-Star-Characters bekommen. In Withering Waves fehlen mir jetzt zwei Four-Star-Characters. Obwohl Yohu kann ich noch nicht haben, weil ich seitdem nicht mehr gepullt habe. In Bannern, wo sie drin ist. Aber Alto habe ich auch noch immer nicht. Okay. Probieren wir mal Camellia. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass da so Pflanzen aus ihr rauswachsen. Ich kann mir nicht helfen. Hm? Wofür ist der Applaus? The Bloombearer of the Black Shores, Camellia? Ah, das haben wir eh schon gelesen. Finde ich irgendwie gruselig. Ich kann mir nicht helfen. Es gibt manche Sachen, die ich gruselig finde, aber wenn Pflanzen aus Menschen rauswachsen, dann ist das irgendwie gruselig. Für die Zendes und Zero A-Ranks. Ah, okay, ja. Ich habe jetzt noch Piper noch bekommen. Yes. Und drei Standard-Five-Stars habe ich jetzt schon. Ich habe Grace Kuleda und jetzt habe ich noch von Von Lycan bekommen. Hehe. So. Instructions. Für blöd. Casting Intro Skill recovers Fortigorge. Okay. Hitting a target with normal attacks and whining walls consumes Fortigorge. Blup, blup. When Concerto energy is full, activate Forte Circuits Ephemeral and enter the Budding Mode. Gain bonus damage multipliers while in Budding Mode. Chain basic attack. When performing basic attack 4, hold to continuously attack the target. Chain attack. Vining Wards. When performing basic attack 3, hold to continuously. Okay. Man kann also 1, 2 hold oder 1, 2, 3 hold machen. Je nachdem machst du entweder basic attack oder chain attack. So, Ephemeral. When Concerto Energy is full, tap E to enter Budding Mode. Okay. Eigentlich relativ klar derweil. Aber da gibt es sicher noch mehr. Camellia ist cool. Und pflanzlich. Für Wuthering Waves würde ich nicht applaudieren. Na, da fehlen mir auch noch. Alto habe ich noch immer nicht bekommen. Brennt ihr Kleid da eigentlich? Sieht so aus, oder? War sicher Shang-Li, die hat das alles angezündet. Eieieiei. Eieieiei. Diese Seitenansichten bei den weiblichen Charakteren machen mich immer ganz, ganz wild. Wahnsinnig. Bitte gebt den Ladies doch was, um ihre Seiten ein bisschen zu bedecken manchmal. Ich meine, bei einer okay, aber bei allen, man kann sogar ihre Rippen sehen, oder?
Gib dir was zu essen. Oder? Ich meine, okay, das ist die Brust und das sind die Rippen. Und den Bauchnabel. Details, Details. Ich meine, das Farbkonzept finde ich eigentlich ganz cool mit dem Weiß und Schwarz und Rot. Ich finde, im unteren Bereich ist ein bisschen zu viel Weiß. Da hätte noch ein bisschen Farbe irgendwie gepasst. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Strumpfhose auf der einen Seite vielleicht schwarz oder grau gemacht hätte und auf der anderen Seite zum Beispiel weiß oder so. Bisschen Kontrast, das ist mir ein bisschen zu viel weiß. Das sogar die Strumpfhose hat sogar Laufmaschen. Schaut euch die Details an. Gebt dem Kind was zu essen und was zum Anziehen. Die Arme. Gebt ihr was zum Anziehen so Wochenende? Genau. Also, ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist, aber für mich wirkt sie relativ kindlich. So vom Gesicht her. Ich meine, nicht ganz klein, aber irgendwie auch noch nicht so ganz erwachsen. Deswegen ja. Ich meine, die Details. Aber trotzdem, gebt ihr was zum Anziehen. Das arme Kind friert doch. Oder? Die Zöpfe finde ich cool. Da oben. Diese Ranken machen mir Angst. Vor allem, wenn sie dann die Ranken ausfährt und so. Ansonsten, das Kleid ist ganz cool, auch mit diesen Feuereffekten, aber bitte. Es hat doch überhaupt keinen Halt da. Ich meine, sie hat nicht die größten Brüste, aber es muss doch unangenehm sein, vor allem, wenn die so wackeln. Ich kann da nur aus Frauensicht sagen, wenn die Brüste so wackeln, ist das unangenehm, ganz ehrlich. Bisschen mehr Halt. Hilft es auch allein schon ein bisschen mehr Stoff auf den Seiten zu haben oder irgendwie, ja. Irgendwann werde ich gebannt auf Twitch, nur weil ich mir die Models anschaue und beanstande, wo man noch ein bisschen optimieren könnte. Ich sehe es schon kommen. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ansonsten finde ich das Muster auf der Strumpfhose relativ cool mit dem Blumenmuster und auf der anderen Seite auch so ganz subtil mit den Blümchen drauf. Das Oberteil geht gar nicht. Was, ich weiß, wie es ist. Na, siehst du, 16? Ja, wenn sie 16 ist. Ich meine, es ist ja jedem selber überlassen, wie man rumläuft, aber. Autsch. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich die ganze Zeit so rumlaufen würde mit so Seitenansicht. Doch irgendwie unangenehm, oder? Ich finde ihr Design perfekt. Okay. Okay, es ist ein Design für Chilis halt. Raffis. Bitte, einfach mal nach vorne beugen. Eins, zwei. Tornado. Beyblade. Spiel ist ab 16. Camellia ist sicher älter. Glaubst du? Ich hätte sie so auf, weiß ich nicht, 15, 16 geschätzt.
ist halt eine Thirst-Trap für das jüngere Publikum oder für das ältere Publikum. Was soll das denn heißen? Nur weil man den Char nicht super mag, braucht man sie nicht in den Boden haten. Das ist ja kein Haten. Wenn die Charaktere mit bestimmten Features ausgestattet sind, damit bestimmte Leute sie mögen, dann ist das einfach so. Das Design soll auch eher männliche Spieler anziehen. Damit haben sie einen guten Job gemacht. Okay. Werde ich in Zukunft auch so rumlaufen? Ohne zu spoilern, kann ich das Alter schlecht nennen. Okay. Aiden ist das nicht. Sie ist sexy designt und kindlicher. Mehr habe ich nicht gesagt. Die Animationen sind cool, aber ein bisschen albern. Das Geschwurbel ist Lust. Zack. Einfach abhängen. Ach. Herzlich willkommen in meiner Hängematte. Finger kommen aus den Knien raus. Die ist wirklich Spider-Man. Aus den Knien und so aus den Handflächen. Nur, dass Spider-Man seine Dinger nicht aus den Knien schießen konnte. Überleg gerade, ob ich die roten Haare nicht generell cooler finde als die weißen, wegen dem Kontrast. Einfach mal abschwingen. Okay. Ihr Combat-Design ist an ästhetischen Seiltanz angelehnt. Absolut super abgeliefertes Produkt. Ja. Hat man früher oft bei diesen Talentshows gesehen, wenn sie angefangen haben, mit diesen Seilen da Gymnastik zu machen. Für mich ist es trotzdem Spider-Man. Zack. Okay, let's do it. Ich meine Respekt an die Animatoren. Die Pflanzendinger mag ich nicht. Das macht mir wirklich Angst. Tada! Und? Alles pflanzlich bei dir? Okay. Uff. Wenigstens fällt sie nicht vom Bett runter beim Schlafen, aber nur, wenn sie sich auch festhält. Schön einmal herumhängen. Und Raff, ich habe nie gesagt, dass ich sie nicht mag. Sie ist kein Char für mich, aber das heißt nicht, dass sie mich stört, wie zum Beispiel andere Chars, wenn
Wenn ich wen hate, merkst du das, wie Sunday zum Beispiel. Genug jetzt, Fokus aufs Spiel. Aber ich würde nicht pauschalisieren, dass Leute sie nur wegen ihrem Aussehen pullen. Hallöchen, Striker, willkommen. Das habe ich Evo aber auch nicht gesagt. Wenn Camellia mal einen schlechten Tag hat, hängt sie dann in den Seilen? Wahrscheinlich, so richtig. Ich schau mal, wie lange wir dafür brauchen. Weil ich weiß wieder nicht, wie man Dungeon spielt. Wie war das? Weil Jill kann irgendwie heilen. Weiß nur noch nicht wie. Macht sie einfach platt. Nova, gib alles. Sind halt nicht die Teams, die ich spiele, deswegen kenne ich mich null aus mit denen. Einfach irgendwie draufhauen. Genau, mach mal die Schildkröte. Ja, irgendwie heilt sie. 129. Der Spectro Rover. Dungeon hau sie platt. Na gut. Letzter Gegner. Oh, ich brauche doch keine halbe Stunde. Besser als gar nicht. Zack. Zack. Ha. Weggehauen. Dankeschön. Challenge complete. Yay. Machen wir die Challenges noch fertig. Also ich habe Camellia mit Waffe gepult und sie ist schon Max. Gratulation. Was? Sondern wegen? Was? Yes, bei mir ist auch alles Max. Die Gute ist einfach ein krankes Biest. Die Beschreibung. Aber sie ist doch eine Pflanze, kein Tier. Akta? Sie hat bessere Stats als meine Changli und ich meine Changli. Okay. Na dann. Du meinst die 2 Minuten Cutscene vor dem Patch, die ihren Charakter gezeigt hat. Yang Yang! Den habe ich noch. Tapuchi und A. Einfach mit allen irgendwie draufhauen. Wird schon schief gehen. Ups. Ah, Mist, den hätte ich mir aufheben sollen. Dass die anderen Gegner gespawnt sind. Alle draufhauen. So. Sind wieder alle Gegner auseinandergeschlagen. Da ist noch ein Pflänzchen. Mein Problem ist einfach, dass ich nur mit meinen 5 Charakteren spielen kann, die ich gelevelt habe, und das war's. So, 8 von 12. So, das sind die letzten. Schaffen das. Zack. Oh.
Das ging jetzt recht schnell. Yay! Wieder hattest du wohl Lack mit den Echos. Was dafür haben aber nicht alle Echos Crit-Treffer und Crit-Schaden drauf. Kann man ja immer noch leveln. Läuft ja nicht weg, oder? Muss jetzt Withering Waves zumindest so lange streamen, bis meine Twitch-Drops voll habe? Ja, ich werde jetzt eh noch weiterspielen. Ich hatte nicht vor, heute was anderes zu machen. So, wieder im Büro. Ich kämpfe mich mal Richtung Nachhauseweg. Passt. Wo warst du gerade, wenn du nicht im Büro warst? Aber auf jeden Fall einen guten Nachhauseweg. 5 Chars sind nur gelevelt, hab so 10 gelevelt. Naja, wie viele habe ich gelevelt? 1, 2, 3, 4. Meine 4 Main-DPS plus Verina, Sanhua, Mortify und, wie heißt er? Yuanwu. Die habe ich so halbwegs gelevelt. Sind ein paar mehr. Sind auch fast 10. Aber nicht alle fertig gelevelt. Irgendwann ist mir die Energie ausgegangen. Hevo ist überall und nirgends. Ja, ich frage mich nur, wo er gerade war. Ich finde Camellias Hängematte-Animation cool. Voll am Abhängen. So. Ja. Ob Basic Attack or Mid-Air Attack on Hit Through Mist. Generate Mist Bullets to attack the target when passing through Mist. Mistform. Enter the Mist Form as after passing through Mist. Ich stelle mir mal vor, er muss irgend so was ähnliches haben, was Ningguang auch hat. Mit diesem komischen Nebel. Aber so ganz habe ich es noch immer nicht verstanden. Man muss wahrscheinlich dann wieder durch den Nebel irgendwie durch. Immer mache ich seinen Trial und keine Ahnung. Oh nicht. Zack. So ein Mist. Flop. Entweder bin ich besser geworden oder die Trials gehen jetzt schneller als früher. Vielleicht haben sie den Gegnern weniger Energie gegeben. Auch keine ganze halbe Stunde mehr für die Trials. Perfekt. Ja, jetzt aber. Hau drauf! Schieß drauf. Zack, zack, zack. Ah, Yang Yang noch und dann haben wir es geschafft. Rup. Tada! Mist, aus Versehen gepult. Gibt kein aus Versehen pullen. Außer man spielt mit Controller und drückt versehentlich die Taste. Ich pull Camellias Waffe auch noch. Was kann Alto überhaupt? Das frage ich mich jedes Mal. Ich habe ihn noch nicht, deswegen. Er kann Mistwände machen, ja. Das ist mal eine Mistwand, genau das. Okay. Zack. Fertig. Sehr gut. Hätten wir das auch besprochen. Ist die Performance ein bisschen besser? Ja. Gut. So, was machen wir denn jetzt? Also das ist wahrscheinlich die Main-Dingsbums, weil da bekommt man die komische Kätzchen-Zuckerstange. Kätzchen-Zuckerstange. Kann die Waffe eigentlich Attack-Prozent? Prozent. Rank 1, miau. Okay.
glaube, wir werden dann einfach das Somnium Labyrinth machen, wenn das der Main Event ist. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Stunden? Ich weiß nicht, wie lange Camellias Story dauern würde. Brozent? Was ist Brozent? Companion Story. Das wäre die Alternative. Wir können entweder den Event anfangen. Ah, oh, die Fliege ist doch noch da. Oder die Story machen. Frage ist halt, wenn die Story länger als 3 Stunden dauert, ist blöd. Gut, wir machen eine Umfrage. Zack. Sehr gut. Was wollt ihr? Oh, Hilfe, ich kann nicht schreiben. Wir sehen Fragezeichen. So. Event mit Kätzchenschwert. Oder Camellia-Story. Aber nur, wenn sie weniger als 3 Stunden dauert, gell? Ihr habt 5 Minuten Zeit. Zack. Oder im Kreis drehen. Nein. So, let's go. In der Zwischenzeit. Abstimmung läuft. Zwischenzeit. Da. Werde ich eine kurze Pause machen, dann fangen wir danach an. Danach werde ich dann mein Fazit abgeben. So. Passt. Dann gibt es kurz 3 Minuten Pause. Ich hole mir kurz was Frisches zu trinken und dann machen wir weiter, okay? Be right back. Und zack. Nochmal. Ob es funktioniert oder nicht. Ja, es sieht gut aus. Passt, dann bis gleich.